Jo Leute, was glaube ich bin's, euer Rico Italia. Keine Sorge, gleich beginnt das richtige Video mit Facecam. Auch das heißt, ich will euch nur mal vorwarnen. Also nicht, dass ihr die Kommentare schreibt, warum machst du Facecam oder so. Falls es euch gefallen hat oder falls es euch gefällt, kann ich auch öfters mal Facecam machen. Falls ihr sehr viel Geld in GTA 5 braucht, ihr wisst Bescheid, Videobeschreibung schauen. Und ich würde sagen, viel Spaß mit diesem Video. Lasst 5000 Likes da, wenn ihr wollt. Ciao, peace. Und ich denke, das erste Facecam-Video ist nie das beste Video. Anyway. Jo Leute, was glaube ich bin's, euer Rico Italia. In diesem Video soll es mal darum gehen, was eigentlich passiert, wenn in GTA 5 ein richtig heftiges Fahrzeug diese Rampe runterfahren lässt und wenn da Menschen sind, wird das Fahrzeug durchkommen oder auch nicht. Das heißt, wir eine super coole Test machen heute erstmal mit Facecam, denn ihr seht auch gerade im Hintergrund, dass wir in GTA 5 drin sind und dass wir natürlich auch eine Mega-Rampe haben und diese Mega-Rampe seht ihr auch gerade im Hintergrund. Die ist nämlich extrem lang und extrem steil und man kann so runterfallen, aber man kann auch einfach mit einem Auto runtergehen und am Ende von dieser Rampe werde ich einfach sehr viele Menschen hinspawnen und werde dann einfach mit verschiedenen Autos runterfahren, werde dann schauen, ob die Autos durchkommen oder auch nicht. Das heißt, wir werden sehr viel Spaß bei diesem Video haben und ihr seht schon gerade im Hintergrund, wie heftig einfach diese Rampe ist und Michael, dem geht es gerade nicht so gut. Aber uns geht's gut und ich hoffe, euch geht's auch gut. Okay, ich bin also am Ende von dieser Mega-Rampe und was wir jetzt einfach machen müssen, einfach easy, müssen einfach nur dieses Ende hier löschen, müssen einfach Menschen hinmachen und dann werden wir ein bisschen Test machen, ein bisschen Experimente machen. Ihr wisst doch alle, dass wir Experimente lieben in GTA 5 und mit meinem coolen Mod-Menü habe ich hier mehrere Möglichkeiten, wie zum Beispiel ganz einfach diese ganzen Sachen hier löschen. Und jetzt können wir in diesem Bereich hier Menschen hinspawnen. Jetzt können wir auch schauen, ob das Fahrzeug durchkommen wird oder auch nicht und wie die Menschen da reagieren. Ja, wir schauen mal, was passieren wird. Ihr seht gerade im Hintergrund, dass wir sehr viele Hipster hingespawnt haben, dass das Spiel schon ein bisschen rumleckt, aber wir kriegen es auf jeden Fall hin. Und ihr seht auch, dass man hier super einfach runterfahren kann mit einer hohen Geschwindigkeit. Und dann werden wir auf diese NPCs hier treffen, diese kleinen Hipster, und dann mal schauen, was mit denen passiert. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, denn ich meine, man hat ja auf jeden Fall eine hohe Geschwindigkeit, sollte hier durchfahren. Wir werden es mit einem Kipplaster probieren, mit einem LKW, mit dem MOC, mit diesem neuen Fahrzeug da, was mit den Gunrunning DLC alles gekommen ist. Wir werden auf jeden Fall einige Fahrzeuge testen und den Rocket Voltic, der werden wir auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Boost bekommen. Und unseren Kollegen geht es hier echt super. Ich habe aus Prinzip einfach Hipster genommen, denn die wollen immer sowas Neues testen. Und ich denke, die haben auf jeden Fall sehr viel Spaß dabei. Und natürlich werden nicht alle dabei draufgehen. Es werden auch ein paar überleben. Aber Leute, ihr wisst Bescheid, ich bin kein Untermensch. Wir werden natürlich alle nachher ins Krankenhaus fahren. Keine Sorge. Was wir jetzt machen werden, ist super einfach. Wir gehen einfach hoch zur Rampe, stellen uns oben hin, spawnen ein Fahrzeug hin, werden runterfahren und dann geht die Post ab. Okay, wir sind also jetzt auf dieser Mega-Rampe und ihr seht schon im Hintergrund, wie geil das einfach aussieht. Es sieht richtig heftig aus und wir müssen auch diese Mega-Rampe ein bisschen umpräparieren. Gerade auch hier oben müssen wir dieses Stückchen wegtun und auch dieses Stückchen und auch dieses Stückchen. Jetzt haben wir das alles weggetan. Sehen wir da unten die NPCs? Wir können mal schauen, ob wir da unten die NPCs sehen mit einer Sniper oder so. Und dann werden wir einfach mal schauen, ob da NPCs sind, ob wir sie sehen können. Denn ihr seht auch gerade im Hintergrund, dass wir super einfach runter snipen können. Ich kann euch sagen, man kann sie nicht wirklich erkennen, aber ich kann euch versprechen, sie sind hundertprozentig da. Und was wir jetzt machen werden, wir werden das erste Fahrzeug hinspawnen, werden runterfahren und werden mal schauen, wie das Ergebnis aussehen wird. Lass uns mal ganz einfach anfangen. So ein kleiner Panto. Jeder fährt doch so einen kleinen Smart mal oder jeder kennt einen Smart. Und deswegen werden wir einfach mal schauen, was passiert, wenn wir da runterfahren mit so einem kleinen Panto. Nachher können wir natürlich auch noch den Speed ein bisschen umändern von den Fahrzeugen. Wir können den Speed mal 200 machen. Das heißt, die Fahrzeuge werden richtig schnell. Und wenn sie richtig schnell werden, ihr wisst Bescheid, dann gibt es auf jeden Fall ein fettes Massaker. Und der Panto ist wirklich ein sehr leichtes Fahrzeug. Der sollte eigentlich keine Probleme haben von der Traktion. Er sollte eigentlich auch auf dieser Rampe festbleiben. Denn ihr seht auch gerade im Hintergrund, es klappt wunderbar. Der Test funktioniert auch wunderbar. Ich könnte jetzt in die Ego-Perspektive gehen und dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt müssten eigentlich gleich die ganzen NPCs spawnen und dann geht es richtig ab. Und da seht ihr auch gerade im Hintergrund, dass die NPCs gespawnt sind. Und ihr seht jetzt gerade im Hintergrund, dass wir einen heftigen Speed haben und genau das ist jetzt passiert. Komischweise haben wir jetzt aber Sterne bekommen. Ist nicht allzu schlimm. Aber ihr seht im Hintergrund, dass wir fast gar nichts angerichtet haben gegen diese NPCs. Also die haben wirklich eine sehr heftige Kraft. Und dieser Panto, 0 Chance. Also 1-0 für die NPCs. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ich mal öfter Facecam-Videos machen soll, ob ich es lieber lassen sollte oder ob ich was anderes machen sollte. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, denn ich richte mich gerne nach meiner Community. Damals wolltet ihr Renntipps, kann ich gerne auch wieder bringen. Okay, wir sind also wieder vom Außermenü hier und können jetzt wieder uns irgendwelche Fahrzeuge hinspawnen. Ihr seht ja gerade im Hintergrund, dass wir den Nightshark jetzt benutzen. Das ist ein Fahrzeug, was mit dem Gunrunning DLC dazu kam. Und der sollte es auf jeden Fall schaffen, diese NPCs ein bisschen wegzubringen, oder? Ich meine, eigentlich schon, das ist ein ziemlich cooles Fahrzeug. Und ich würde sagen, wir fahren mal ziemlich langsam hier runter, da muss man immer sehr aufpassen, aber kein Problem für uns. Wir sind auf jeden Fall Profis und ihr seht doch gerade im Hintergrund, dass es wieder diese Mega-Rampe runtergeht und die Aussicht ist einfach nur richtig. Aber jetzt müssen wir gleich unten sein und jetzt kommen wir.
Es ist eine Ansage, es ist wirklich eine Ansage. Wir sind schneller gewesen und besser gewesen als der Panto. Das heißt, die Geländewagen in GTA 5 haben einen besseren Grip und holy moly, da ist jetzt erst gerade einer runtergefallen vom Himmel. Ja, es ist kein Meister vom Himmel gefallen, aber ihr seht doch gerade im Hintergrund, dass das Fahrzeug richtig voller Blut aussieht. Aber einige NPCs, einige Hipster haben es auch überlebt. Ey, wir haben es wieder geschafft und jetzt tun wir wieder ein Fahrzeug hinspawnen. Mal schauen, welches wir jetzt zur Auswahl haben. Ich würde mal sagen, wir nehmen den Ramp Buggy oder dieses Ramp-Fahrzeug. Was, glaube ich, mit dem Import- und Export-DLC dazu kam, das sollte vielleicht dazu führen, dass die ganzen NPCs irgendwie in die Luft geschleudert werden. Wir haben also unseren wunderschönen Ramp Buggy, aber den kann man auch auftun. Und wir haben auch so einen richtig schönen Ramp Buggy, der auch einen Spoiler hat. Den hat nicht jeder. Und jetzt ganz langsam hier runterfahren. Wirklich ganz langsam, sonst klappt das nicht. So müsste es eigentlich funktionieren. So müsste es wirklich funktionieren. So könnte es gehen. Ja, es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht, aber es ist nicht das Ergebnis, was ich haben möchte. Diese NPCs, die haben eine magische Macht. Die sind irgendwie so stark. Das glaubt man gar nicht. Wir können danach mal mit einem Panzer runterfahren, da den Speed auf 200 machen. Und ich kann euch versprechen, das wird wirklich ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Aber jetzt gerade im Hintergrund das Ergebnis, das ist irgendwie nichts Halbes, nicht Ganzes. Diese NPCs, die schaffen es immer wieder, dass sie mich überraschen. Ich weiß nicht, wie die schaffen. Irgendwie haben die so eine magische Wand da. Dem Panzer geht es auf jeden Fall gut, da ist gerade nichts passiert. Alles gut mit dem Panzer. Okay. Wir werden mal sehr, sehr vorsichtig hier runterfahren, denn der Speed von dem Panzer mal 200. Okay, ganz vorsichtig, Little Panzer, ganz vorsichtig. Schaffen wir es? Es sieht nicht gut aus, es sieht echt nicht gut aus, aber kriegen wir es unter Kontrolle? Panzer, bitte, komm, komm, komm. Aber nein, wir kriegen es nicht unter Kontrolle. Oder kriegen wir es unter Kontrolle? Ich glaube, doch! Jupp, nice. Okay, weil wir jetzt den Panzer nicht wirklich die Mega-Rampe runterbekommen können, aus technischen Gründen, ihr wisst Bescheid, machen wir was anderes. Wir werden jetzt einfach hier auf einer kurzen Geraden einfach auf die NPCs drauf fahren, werden schauen, ob der Panzer durchkommt oder auch nicht. Denn der Speed von dem Panzer wurde auf mal 200 gesetzt. Wenn er richtig Gas geben würde, dann seht ihr auch gerade im Hintergrund, dass da eigentlich schon was abgibt. Aber er kann schaffen. Eigentlich könnte er schaffen. Der Panzer hat ziemlich gute Voraussetzungen. Wir sind also mal wieder auf der Mega-Rampe mit dem Rocket Voltic. Und der Rocket Voltic, der hat ja einen Riesenboost. Den seht ihr auch gerade im Hintergrund. Und ja, dieses Fahrzeug, das ist einfach unnormal heftig. Ich meine, ich könnte jetzt zum Beispiel noch boosten und wir fliegen richtig weit. Versuch Nummer 2 mit dem Rocket Voltic. Ihr seht es im Hintergrund. Ich mache das Ganze jetzt sehr, sehr vorsichtig. Denn der Rocket Voltic ist ein sehr schwieriges Fahrzeug. Gerade wenn es um Mega-Rampen geht. Und ihr seht schon, dass es eigentlich fast unmöglich ist. Aber wenn man sich richtig konzentriert, dann kann man es so halb schaffen. Denn so wie es auch gerade im Hintergrund seht, funktioniert es eigentlich ziemlich gut. Ja, ich konzentriere mich hier echt gut. Mit der Handbremse kann man auf jeden Fall hier einige Dinge machen. Und Leute, ihr seht gerade im Hintergrund der letzte Versuch für den Rocket Voltic. Wenn es diesmal nicht klappen sollte, dann gebe ich es auf mit dem Rocket Voltic. Da gehen wir leider zum Kipplaster. Denn der Kipplaster ist wirklich ein sehr starkes Fahrzeug. Der muss es einfach schaffen. Aber der Rocket Voltic, der hat immer seine Probleme. Ich probiere das Ganze jetzt noch sehr, sehr langsam. Und ihr seht im Hintergrund auch, dass es nicht so einfach ist, wie es eigentlich aussieht. Ja, der Rocket Voltic, der will es die ganze Zeit drehen wie so ein kleiner Hund. Das nervt extrem. Wir haben es hinbekommen, wir haben es hinbekommen. Jetzt die ganze Zeit boosten, 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 boosten. Go, 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 go. Wir schaffen das jetzt. Wir schaffen das. Wir schaffen es gegen die NPCs. Das ist jetzt ultimativ. Jetzt müssen wir es... Die Tachonadel zeigt schon gar nicht mehr den Tacho an hier. Was? Selbst der Rocket Voltic schafft es nur minimal ein paar NPCs wegzuschieben. Minimal hat er es geschafft, aber richtig hat er es nicht wirklich geschafft. Ihr seht im Hintergrund auch, dass ein NPC sogar hier drüben gelandet ist. Also man kann auf jeden Fall sagen, der Rocket Voltic mit das beste Fahrzeug... Holy moly, wir kommen die scheiß Rampe hoch. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass der so schnell ist. Das ist wirklich richtig nice. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr denkt, dass wir schaffen oder auch nicht. Ich denke, wir schaffen es. Also wir sind schon so weit, das ist unnormal. Dieser Rocket Voltic, der hat echt richtig Power, Mann. Und Leute, ihr sitzt im Hintergrund 220 km/h und wir haben es die Mega-Rampe hochgeschafft. Wir haben es die komplette Mega-Rampe hochgeschafft. Das schafft normalerweise überhaupt kein Fahrzeug. Das ist wirklich ein richtig geiles Fahrzeug. Er fliegt die ganze Zeit, was ein bisschen schade ist. Also kann man vielleicht sagen, mit dem Kipplaster wird es nicht funktionieren. Ihr seht im Hintergrund, es sieht nicht gut aus für den Kipplaster. Einmal in die Eco-Perspektive und es sieht wieder so aus, als würden wir fliegen. Ich weiß nicht warum, aber wir haben 130 km/h. Okay. Leute, ihr seht, wir haben die Mega-Rampe jetzt auch betreten und wir sind jetzt auf der Mega-Rampe. Komischerweise bremst aber das die ganze Zeit. Ich habe keine Ahnung wieso, denn ich gebe wirklich die ganze Zeit Gas. Ich tue da nicht auf die Bremse drücken und ihr seht auch unten schon die ganzen NPCs und es sieht jetzt wirklich gut aus. Jetzt bin ich wirklich gespannt, denn die Masse gegen die Masse, das wird wirklich ein Massaker. Denn ihr seht im Hintergrund auch, wir sind fast bei den ganzen NPCs. Wir sollten auch gleich angekommen sein.
Aber der Kipplaster ist extrem langsam. Aber er schafft es nicht wirklich. Also NPCs wieder gewonnen. Crazy, man. Leute, was meint ihr? Wird es der Bohrer in GTA 5 schaffen oder wird das nicht schaffen? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, denn wir testen das Ganze jetzt mit dem Bohrer. Und der Bohrer, den habe ich auch ein bisschen umpapiert. Das heißt, wir haben einen Speed auf mal 50 gemacht. Vielleicht schafft das so, denn der Bohrer hat eine richtig gute Fläche vorne. Da könnt ihr auf jeden Fall gut was wegschieben. Wir geben jetzt mal minimal ein bisschen Gas und schauen mal, was passiert. Und Leute, der Bohrer, ich kann euch sagen, dieses Fahrzeug ist wirklich insane. Bei den ganzen Trucks, da denkt man, die schaffen das gar nicht. Aber... okay, der Bohrer ist bis jetzt das einzige Fahrzeug, was es geschafft hat. Also falls ihr noch andere Fahrzeuge haben wollt oder eine zweite Serie davon oder eine zweite Episode davon haben wollt, könnt ihr es mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Jetzt kommt gleich noch eine liebe Endcard. Und falls ihr sehr viel Geld in GTA 5 benötigt, dann könnt ihr auf jeden Fall in die Videos schon vorbeischauen. Da gibt es einen Link zu Extreme Modding, 100%ig safe. Und Leute, ihr wisst Bescheid, falls es euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Falls wir heute 5000 Likes schaffen, das wäre wirklich phänomenal. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao! Jo Leute, das war's mit diesem Video. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne, ihr wisst Bescheid Leute, oder falls ihr abonnieren wollt, könnt ihr es auch gerne jetzt machen oder auch andere Videos anschauen. Ja, falls ihr öfter Facecam-Videos haben wollt oder falls dieses Video euch unterhalten hat, dann lasst doch einfach mal ein Like da oder nein, lasst nicht ein Like da, schreibt es einfach in die Kommentare, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao und ciao, peace!